Alle Elektromotoren der Marke Menzel können vor Auslieferung bei uns im Berliner Werk regelmäßigen Abnahmeprüfungen in hauseigenen Prüffeldern unterzogen werden. Heute zeigen wir eine IP-Schutzanprüfung, nämlich einen Unterwassertest eines IP67 Käfigläufermotors. IP67 Motoren können bei fast allen extremen Betriebsbedingungen mit Staub, Schmutz oder eben Wassereinwirkungen eingesetzt werden. Unsere IP67 Kurzschlussläufermotoren können im Stillstand überflutet werden, ohne dass Wasser in sie eindringt. Wenn das Wasser dann zurückgeht, können sie direkt wieder eingeschaltet werden. Dafür müssen die Motoren aber eine optimale Maßgenauigkeit aufweisen. Für einen Tauchtest nach der europäischen IEC-Norm wird unser Motor für eine halbe Stunde vollständig in Wasser getaucht. Wichtig ist dabei, dass das Wasser und der zu prüfende Elektromotor die gleiche Temperatur haben. Sonst würde hier eventuell ein Über- oder Unterdruck entstehen und das Ergebnis verfälschen. Innerhalb von 2 Stunden nach dem Untertauchen muss der Motor dann zur Überprüfung geöffnet werden und es muss ein Funktionstest erfolgen. Das heißt, der Motor wird innerhalb von 2 Stunden einer Hochspannungsprüfung in unserem Prüffeld unterzogen. Wasserdichte Menzel IP67 Motoren bewähren sich seit vielen Jahren als zuverlässige Antriebslösungen in Industrieanlagen und Pumpenstationen auf der ganzen Welt. Die Motoren können für spezifische Anwendungen speziell ausgelegt und angepasst werden. Die Basiskomponenten für staub- und wasserdichte Käfigläufermotoren haben wir jederzeit in unserem Lager vorrätig. Daher können wir bei den typischen Auslegungen von IP67 Motoren auch hier sehr kurze Lieferzeiten realisieren.